Ich beschäftige mich mit dem Zusammenhang zwischen regionalen Disparitäten und der Mobilität von Arbeitskräften in Deutschland. Dabei muss man sagen, dass man hier von einem interdependenten Zusammenhang ausgeht. Das heißt, einerseits beeinflussen die regionalen Unterschiede in Arbeitsmarktbedingungen und der Wirtschaftskraft die Mobilität von Arbeitskräften. Auf der anderen Seite können wir auch damit rechnen, dass sich die Wanderung von Arbeitskräften auf die regionalen Unterschiede auswirkt. In empirischen Untersuchungen konnten wir feststellen, dass die Wanderung von Arbeitskräften in Deutschland zu einem Abbau von Disparitäten beitragen. Allerdings muss man hier differenzieren, je nach dem Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte können sich positive oder negative Effekte ergeben. Wenn gering qualifizierte Arbeitskräfte oder mittelqualifizierte Arbeitskräfte wandern, dann trägt dies zum Abbau der Unterschiede zwischen den Regionen bei. Auf der anderen Seite wirkt die Wanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften negativ.